Weiter, weiter, weiter geht's. Was? War? Weiter. Was für ein Kibbel? Wenn du noch Dilo-Kibbel hast, wir wollen ja auf den Berg und dann eben den Ankyle mitschnappen und du brauchst die Ankyle, Dilo-Eier. Wenn du Kibbel hast, bring mit. Jo, aber hab nur noch zwei, ich hab das alles schon verteilt gehabt. Ja, eins oder zwei mehr ist immer besser als eins oder zwei weniger. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Ronto ein paar Beeren sammeln, weil der ist ja Bärenfresser, glaube ich, ne, der Ankylo. Ja. Dann werde ich mir ein paar Beeren schnappen hier. Ich hab einen. Oh, wo ist der so voll? Was ist los? Ach nee, ist gar nicht voll. Haben wir noch Cooked Meat? Das ist genau das. Genau das, was ich hier letztens meinte, wir haben zu wenig. Und deswegen wollte ich eigentlich den Kühlschrank zum Laufen bringen, aber haben wir ja doch nicht gemacht. Ich hab ihn angeschmissen heute. Ah, hast du doch, ja? Ich hab gar kein Prime Meat mitgenommen gestern. Oh Manu. Leggy. Sorry, ich bin hier. Leggy. Rasener Man. Wenn der Ohren hier seinen Garten nicht sauber hält, muss ich das hier alles sauber machen. What? What? Wer bist du denn? Unten in dem Aufbewahrungskühlschrank müssen wir. Ja. Mann, leck das jetzt! Ja, extrem. Ja, ich bin hier gerade, deswegen bin ich hier mit dem Grund hier draußen unterwegs und der leckt dann immer, wenn der arbeitet hier. Will arbeiten. Und den lecken. Das Problem ist, wir müssen übrigens auch noch Holz mitbringen. Das ganze Zeugs, was wir unterwegs ja nicht mitnehmen können. Nicht von oben holen können, so wollte ich, das wollte ich sagen. Da kann man das aber. Wenn es dann hochfliegen, da können wir eigentlich recht viel mitschleppen. Also, deswegen. Ich wollte das da oben eben mal ein bisschen ausbauen, beziehungsweise würde ich gerne umziehen. Also nicht, also eigentlich nur in Anführungszeichen ein paar Meter, aber die Stelle ist viel besser als das Ding, wo wir jetzt stehen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich da gar nicht so mit befasst. Ich habe in da gelandet und das war okay, so wie ich es so gesehen habe. Ja, wenn man da aber zu dritt oben ist, dann wird es nämlich ein bisschen knapp. Also ausbauen können wir lecker. Man könnte auch umziehen und dann mit dem Umzug, wenn du sagst Umzug ein paar Meter, dann können wir das auch so machen, dass wir ihn verbinden. Nee, wir müssen ja schon gucken, dass wir in Anführungszeichen so klein wie möglich bleiben. Beziehungsweise so weit möglich vom Inneren des Vulkans weg wie möglich. Genau, mehr innen, wenn wir nach außen sollen. Sonst meinst du die Eisendinger despawnen, meinst du, ne? Genau. Damit uns nichts verloren geht oder nicht so viel. Okay. Ich hab jetzt mal hier mal ein bisschen Rasen gemäht. Eine Fertilized Eggs von Dodo. Einfach mal 800 Tage jetzt haltbar. Okay. Finde ich immer ein bisschen knapp. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich in zwei Jahren das überhaupt noch kochen möchte. Ja, was ist für ein Ei? Dann ist ja ekelhaft. Ne, das ist ja Fertilizer. Da ist ja noch ein Spross drin. Ja, eben. Bitte. Grave, wenn du gerade in der Bude bist, crafte mir mal bitte ein paar Sitzkästen. User joined your channel. Weltherrschaftstag! Ja! Jetzt kommt er. Sitzkästen? Was jetzt? Ich geh mal kurz ein bisschen essen. Oder. Für. Oh, ich hab. Für das. Für Seeds. Oder wenn wir sogar welche haben, die kleinen, nehmen wir sie mit. Weil dann werden wir oben auf dem. Auf irgendeinem Balkon vielleicht noch ein paar Pflänzchen setzen. Oh ja, Small Crop Lot, das reicht schon. Ja, wir haben ja genug. Vixi? Ja? Wir haben gerade vor, mit Quetzal zum Vulkan zu fliegen. Währenddessen wir hochfliegen, einen zweiten Ankylo zu schnappen, den mit hochzubringen, dort zu betäuben und zu zähmen. Und währenddessen wir zähmen, schlachten wir eben die ganzen Steine aus. Willst du Lust? Du meinst jetzt zum Vulkan, meintest du, ne? Genau, und ich baue da oben ein bisschen um. Der Z baut ein bisschen um. Ich hatte noch ein bisschen vorgehabt, vielleicht
da wir da oben ja kein Holz haben, klar, Holz ist Pech, aber wir haben ja auch keine Pflanzen. Bäume pflanzen oder was? Nee, Bäume nicht, aber Gemüse anpflanzen. Also hier diese Pflänzchen, wie heißen diese? Die Mayo-Berries oder was? Mayo-Berries oder ja, diese genau, gelben. Für die Ankylos am besten dann gelb. Einfach die lilanen fertig, sind die besten. Ja, aber die ist doch nicht für den Mensch so toll. Doch. Ja. Die sind süß, ne? Der Mensch kann sich da gefälligst Fleisch mit hochbringen. Ja, Fleisch haben wir da sowieso, denke ich mal. Wir hatten noch mal welche. Wir hatten noch welche, wir haben welche im... Wenn du am Schrank... Und was geht's, um Samen? Nee, um die... Oh, Setzkisten. Wie heißen Setzkisten, oder nicht? Oder wie heißen sie? Ja, so wird man... Ja, Small Talk, Talk. Genau da. Also ich glaube, ich müsste auch, ich meine, man hat ja die letzten, gefühlten letzten 100 Strahle, wo die drin war, da hat die Dinger ja einmal gedroppt. Aber man hat trotzdem davor bestimmt 10 Mal welche mitgenommen. Also ja, ich habe bestimmt auch noch welche liegen. Ich habe hier noch Small Crop Rods, die nehme ich einfach mit, die reichen für die Aussehen. Ich nehme mal 4 Stück. Ach, da oben, ja. Ich nehme mal 4 Stück. Aber man braucht ja auch Wasser, ne? Ja, das Wasser, oh. Der kommt vom Himmel. 6 Mal Kabel haben wir noch. Supi, wir haben hier ganz viel Holz und, Holz und Steine mitbringen. Holz und Fletsch und Steine, ach, alles. Banane. Steine nicht. Ach, hallo, Steine. Nur Steine, ich alles nur. Schon ganz 10 Schränke voll Steine. Ach, klar. verdammt. Ach, Fiber! Fiber meine ich. Unbedingt Steine mit, wir haben so wenig. Verdammt. Ich nehme mal ein bisschen Fiber mit, aber Holz brauchen wir eigentlich da oben. So, ich nehme jetzt ja, mal einfach so 1000 Fiber mit, ja? 2, 4, 8. Okay. Ich habe 1000 Fiber mitgenommen, ja? Also, ich muss Ben nachher auf jeden Fall nachkommen, weil ich bin ja jetzt noch nicht mal online und habe dementsprechend meine tägliche Dingsbums-Tour noch gar nicht hinter mir. Oh, ich bin heute auch sehr so. Ja. Kommst du heute nicht? Ja, ne? Richtig, bin Arsch hier. Ach man, der ist auch geistig behindert. Warum kriege ich immer die geistig behinderten Tiere? Ja. Ne, ich sag nichts. Wenn wir gerade schon dabei sind. Oh, mein Flieger ist voll, ich kann da nicht mehr fliegen. Ups. Tja. Muss irgendwas rausnehmen. Über die unwichtigen Sachen. Hat denn eigentlich jetzt schon mal jemals einen Quetzalei nochmal wieder gefunden? Nee, aber 2 T-Rex-Eier habe ich heute in den Kühlschrank gesteckt. Na. No. Irgendwie weiß ich auch nicht. Die Quetzal so richtig, Warte mal, bis nicht, der Oviraptor kommt. Wollen die nicht ein? Besser. Kitzelt der dann die Klitoris und dann geht's naja, los? Du darfst aber auch nicht vergessen, die spawnen ja nach einer halben Stunde schon wieder. Meinst du, man ist einfach immer zum falschen Zeitpunkt da? Manchmal. Ja, na, oder wir müssen sie mal wieder heute am Ende des Abends wieder auf Paarung stellen. Dass dann wenigstens angebrütete Eier rauskommen. Na, das geht ja fix dann. So, ich nehme jetzt noch ein bisschen Holz mit. Okay. Ich nehme einfach alles mit. Ich versuche gerade mein Quetzal so ein bisschen entleeren. Bin ein bisschen voll. dem hängt die Kacke ja voll am Arschloch. Das ist ja ekelhaft. Was hat der denn für einen dicken Arsch gekriegt? Aber dabei hängt ihm da nur aber wirklich die Köttel direkt am Loch. Kriegt die da auch nicht ab. Kriegt die da nicht abgepult. Ich bin so froh, dass ich das alles so schön aufnehme hier. Achso, ja. Ich nenne das einfach die Toilettenfolge. Wem dem Arsch abwischt. Aber was ist denn hier schon wieder los, Alter? Für die Small Crop Pop, Alter, 3 Fertilizer drin und dann komme ich und das Ding ist schon wieder tot, das Beet oder was? Das geht doch irgendwie nicht. Aber ja, machst du einfach mal ein paar mehr rein, ja? Ob das Holz reicht jetzt mit ein bisschen Thatch oder? Du kannst mir, warte, ich habe ein bisschen Thatch dabei. Kannst du mir das bitte aus dem Vogel rausnehmen? Was für ein Vogel? Ich habe einen Vogel und der piept nicht mehr so richtig. Der piept doch nicht ganz sauber. Brauchen wir da oben einen Kochtopf? Nee, ne? Haben wir. Bitte? Soweit ich weiß, haben wir doch einen oben. Oh, echt? Ich glaube nicht. Ah, nee, Feuer. Du kannst euch mitnehmen. Dann haben wir das. Es kann sein, dass einer im Schrank liegt. Wir haben hier im Schrank auch. Ich überlege gerade, was macht man damit?
machen wir da oben Farbe? Nee. Aber vielleicht mal einen Trank, ne? Weil man ja plötzlich alle Bären hat und so. Na klar. Ich nehme einen Kibbel noch. Ich nehme einen mit. Also das Wichtigste wäre eigentlich, kann man den futtern lassen? Noch zwei den kann man oben knopfen, ne? Das geht auch so. Ja, sicher. Wo willst du den Futternapf hinstellen? Unten, für die Tiere. Oben? Unten. Aber dann die spawnt uns Sachen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir... Ja. Also... Du kannst ihn auch irgendwo an eine Felsen... Die haben eine sehr große Reichweite. Kannst du ihn irgendwo oben auf irgendwo hinsetzen? Nee, nicht wirklich. Boah. Dann musst du aber die Tiere da so ran. Ich weiß nicht, ob die auch in der Höhe so eine Reichweite haben, ne? Also wir haben ja hier in dem Steingehege am Anfang nur ein einziges gehabt. Ein einziges Futtertrog und der hat bis nach hinten jetzt, wo das neue Gehege aufhört, gereicht. Und immer noch. Das ist interessant, weil bei mir ist das hier nämlich nicht so weitreichend. Oh, bitte hat seine Lady abgeholt, sehe ich gerade. Ja, genau. Allerdings, der Bahnhof, nein. Der Vulkan wird so oft besucht, meine Tiere hatten, wenn überhaupt, habe ich dem Sabertooth ein Fleisch mal geben können, das er vielleicht mal gegessen hat. Und die Bären in dem Ankylo waren immer noch da. So wie weit seid ihr? Ich gucke die ganze Zeit auf Food und ich wollte aber eigentlich auf White gucken. Oh Gott, ich bin fertig. Mal los? Ich bin bereit. Z, kommst du nach oder? Ja, ich stopfe gerade meine Quaddelsäule. Ich habe übrigens oben noch mal ein paar Lampen auf die Beine gesetzt. Dach? Die? Dach. Ah, hast du super gemacht. Das wollte ich dir eigentlich mal gesagt haben, ob du das mal machen könntest. Das wollte ich eigentlich mal gesagt haben, dass du endlich mal das machen könntest. Das wolltest du, das wolltest du. Und vor allen Dingen unbedingt. Und warum eigentlich immer noch nicht? Ich habe eigentlich sagen wollen, mach mal, Mann, ey. Junge, Alter, wie mal, oft muss ich daran denken, bis du das endlich machst? Okay, wie war los? Fly so high, we flying up to the sky, we fly so high. Aber du weißt ja, wo es ist. Der ist übrigens auch im Dunkeln gut sichtbar. Das Problem ist nicht, dass es Oh, da liegt ein Ei. Mitnehmen. Das ist das Ding, was wir machen, noch im Dunkeln sehen. Oh, lass mich an das Ei ran, du Schlampe. Oh, kann ich hier auf den Kokos nicht laufen, oder was? Oh mein Gott, kurz Action. Lauf hier, Schnee. Oh Mann, wie dunkel, Wolken, Nebel. Voll zum Teufel. Ja. So geil, rechts sieht man richtig, wie der Nebel ist. Nein, sieht man eben nicht. Doch. Voll neblig. Das ist ein Bildung. Fette Wolke. Fette. Ich versuche mal hier einen blauen Stern zu lügen. Einen grünen Stern. Fetch, mehr Fetch! Jatsch! Jatsch, Digga! Ein Kilo-Kibbel ist gerade vergammelt. Schnell? Wie kommt denn sowas? Das war wohl schon einige Zeit bei euch im Kühlschrank. Oder war euer Kühlschrank wieder aus? Nee, ist elektrisch diesmal. Ah. War kein Fuel drin? Dino! Z, ich habe gerade diesen grünen Strahl gelootet und was war drin? Was für dich? Holz! Holz, aber... Yes.
Na ja gut, eine Foundation und eine Healing. Ah, jo. Ah ne, nee, nee, ich gut. Das ist ja Fallstellung. Wir merken es recht schnell, wenn wir keinen Sprit mehr im Generator haben. Ja, ist leise dann, ne? Und ich muss. Es ist sehr dunkel bei uns auf einmal. Und mega Blackout. Ich nehme diese Setzkästen mit und vermute jetzt einen grünen Stern. Was ist drin? Medium-Grundblatt! Oh! Ja, das macht aber gar nichts, weil. Ne? Ich finde da schon was. Ich finde da schon Plätze und so. Haben ist besser als brauchen. Nichts Falsches. Immer. Wave hat gerade gesagt, wo ist der an Kühle? Das will ich gar nicht erst hören. Ich tritt dich. Ich bin hier nur Wuzi und Wachkatze. Oh, wer hat den mitgetan? Aber, obwohl man muss echt aufpassen, ne? Das sind ja, da sind schon zwei Tiere und wehe, Ankü gehört jetzt zum dritten Tier. Einfach so verschwunden, einfach so. Weg! Ja, mein Adler. Ja, Ole ist Adler und mein, ist kein Ankü. Im Vulkan gezähmter. Hör auf, ich. Wuzi Wachkatze. Wusel heißt das. Bautzi. Nein, das ist ein L, kein I. Ach, Baumjaut. Das kann nicht sein, dass die Tiere da oben verschwinden. Ja, das ist, glaube ich, wenn man die irgendwo dorthin stellt, wo normalerweise ein Stein hinspawnen würde. Echt? Na, aber da standen von mir alle drei. Na, oder das kannst du doch nicht sagen, weil die stehen ja nicht alle auf dem gleichen Platz, weißt du? Ach so. Und, du musst dich eigentlich immer dorthin stellen, wo kein Stein wieder spawnen kann. Na, sonst werden die, glaube ich, durch die Map gedrückt oder so. Oh Gott, ich. Ja, aber schon. Wave? Hm? Ich komm gerade mit dem Anfühl an. Aber mein Spitzel. Doppelzähmung. Der war. Ach so, ja. Aber nicht den Vogel hier unten, sonst macht der direkt einen Angriff. Jetzt noch passiv, ne? Achso, du kannst mich abschießen, ne? Stimmt, ich brauch hier gar nicht landen. Bleib mal stehen, irgendwie. Mach ich? Gut. Gib dein Bestes, schieß mich. Nein, du hast mich getroffen! Haha! Hä, der steckt aber in seinen Kopf. Nee, du hast mich getroffen. Ich bin gerade auf Drogen. Als wenn du es nicht so gewollt hättest. Oh, das ja, du hast dich doch in den Weg gesprungen. Warten wir uns kurz. Eigentlich soll ich einen Screenshot machen, da stecken drei Pfeile im Kopf. Ja, das ist ja egal, der kann ja da rumlaufen rückwärts und den betäuben, kommt da aber geht nicht mehr. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass das dein Boing. Ja, ich Sprung, tschak. Hallo, bin hier. Der versucht ja irgendwie um dich herum zu. Komm zu dir. Nee. Er liegt. Wollte ich jetzt anhören, als ob der ja explodiert wäre. Och man, ist das nervig. Das ist jetzt. Ich geh mal einen zweiten auch holen. Rave, damit wir direkt. Ja. Er ist doch kacke. Mist. Ach, ja. Vor allen Dingen schießt du mir zwei. Ich weiß es nicht. Das hatte ich ja letztes Mal beim Wixi auch gehabt. Als er den Sabertooth, glaube ich, als er ihn dabei hatte, habe ich die ganze Zeit getroffen und der Wichser meinte, du schießt da vorbei oder du willst irgendwie nicht. Welche Animation? Dabei meinte er das gar nicht so. Er meinte das nicht so. So Hülse. Wollte der eigentlich ganz lieb sein. Ich glaube, ich weiß, warum das Kebel weg ist. Der Quetzel hat gefuttert. So ein Lippi. Naja.
und die Lücke mal probieren. Schmeckt ihm doch gar nicht. Das ist eine Knolle mit. Ja, das hat er jetzt auch gemerkt. Knolle. Nein, wir brauchen Ankylos. Knollen! Aber mein Spitze war schon so groß und so stark. Weil von dir ja. Oder vom Witz? Dann hättet ihr nicht dorthin gestellt, wo ein Stein spawnt. Ich weiß ja nicht, wer den wohin stellt. Da hat ja jeder mal irgendwie jemand mal Fehler gemacht. Also ich wusste das jetzt nicht, dass man den dann nicht hinstellen kann. Das hätte ich auch nicht gewusst. Und deswegen. Jetzt wissen wir's. Ja, dann sollten alle Tiere dort stehen, wo die anderen beiden stehen. Oder halt einfach die Stelle merken, wo kein Stein ist. Meine Fackel hinten, ne, Fackel nicht doof. Ja, eben. Ah, oder man muss nachher mit dem anderen Ankylo alles weg und irgendwo in dem Stein ist dann jetzt nachher noch das Amorphie drin. Aber dann würde ich ja durchleuchten. Ja. Der Name wird ja durchleuchten. Du hast bestimmt ganz schlecht geguckt, Noah. Ich denke auch. Der ist bestimmt am Fuß des Vulkans. Ich habe mich schon voll daran gewöhnt. Ich habe zwar erst einmal mit ihm da oben geschlagen, aber das eine Mal war so ertragreich, dass ich seitdem nicht mehr oben war. Ja, das ging ganz schön ab. Da kannst du gar nicht mit deiner Schwester. Naja, das war ja eigentlich noch am gleichen Tag, wo du ihn hochgebracht hast, oder einen Tag danach. Ah, okay. Und seitdem hat da er. Da meinte ich ja noch, ist ja, ich weiß gar nicht, wie man es vorher gemacht hat. Naja, Klöppel. Da war man halt mit dem zufrieden, was man bekam, weil das war schon 100% mehr, als man sonst hatte. Oh. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt sind wir hier oben mit der Zähmung beschäftigt und wollten eigentlich ein bisschen arbeiten. Ja, das. Einer muss von euch jetzt Handarbeit leisten, ganz klar. Abwechselnd vielleicht. Ich komme runter, damit ihr auch ein Objekt habt, wo ihr Handarbeit leisten dürft. Wo ist liegt der andere? Okay. Ich bin hier vorne hin, wo das Kristall ist, ja? Mhm. Oh, bitte, lass mich. Hey! Hey, you! Muss ich bloß nicht schlagen, dann geht der Dings los. Ne, ich hab ihn auch passen. Achso, okay. Hallo. Sehe schon, was du vorhast. Faule Schwein direkt neben ihn zähmen. Damit du bloß kein 2 Meter weit laufen musst. Ich sehe das ganz genau. Sehr geil. Faul Schwein, faul Tier, faul Bär, Affe. Ja, schön. So wollte ich das. Nein, wolltest du nicht, das war Glück. nein. Erstmal noch den kleinen Schnuppeln hier. Oh, Tante Käthe. Aber ich wollte doch vorher noch Fleisch holen, aber egal. Wir brauchen unbedingt mal ein paar Schränke hier. Das ist echt ein bisschen eng. Bringt noch jemand Dino-Kibbel mit? Ja, ich hab 2. Okay. Haben wir es fast wieder ausgeglichen. Den Verlusten. Ich glaube 2 oder 3 hat er nämlich hier gefuttert, die Drecksau. So. Hat die jemand gefüttert hier oder? Hier da am Eingang? Nee, wir haben keinen gefüttert. Ja. Ja, also der Säbler, der hat jetzt 1 Fleisch, 2 Fleisch. Oh ja, Tante Käthe, komm mal rüber zu mir. Weiß, komm her, ja. Meine kleine, meine alte Dame. Der hat jetzt 4 Kuckt mitgegessen und von der Keule, von der Fleischkeule, waren vielleicht 2 mm weg. Und Kuckt mit ist ja eh nicht so toll wie die. Ich glaube, der Wolf, der will gar nichts. So, ich versuche jetzt mal einen Futterkrug zu bauen. Na gut, dann baut ihr halt doch einen Futterkrug. Ne, weil ich hab ja hier Millionen Bären. Und ich wollte die eigentlich hier hinsetzen, damit wir was zu essen auch immer hier haben. Ja, wie wär's mit Futter? Ich habe 2 Kühlschränke dabei. Achso. Setz den doch hier oben hin. Da ist nicht so viel drumrum. Wo ist oben? Hier, wo ich stehe. Wo ist oben? Achso. Ich weiß nicht, ich sehe dich gerade nicht. Wehe, dann kommen hier die Kristalle nicht wieder. Bist du da hinten, wo das Licht leuchtet? Ne, das ist der Z. Aber ich stehe fast neben dir. Ah. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Dann könnten wir doch eigentlich da hinsetzen, oder nicht? Ich denke nicht, dass das jetzt so ein kleines Objekt zum. Ja, keine Ahnung. Eine kleine Sache macht schon was weg. Ja, natürlich.
Aber hier ist nämlich relativ groß. Und flach. X drehen ist leer. What? Ja, hier alles, X, kein Rohr. Extrem. Kein Rohr. Unser Extrem. Extrem. Ah. Rex, könntest du mal die Narkotik rum hinunterbringen? Vielleicht. Ach, Kibbel. Naja, wenn es denn sein muss. Ja. Komm. Ja, wir kommen. Ja, ich will sofort meinen Erkühlung zurück. Jetzt. Ja. Mit Recht. Wo ist der Grave? Dead. Okay, hier. Ja, ich. Ich mach das in dein Viech hier rein, oder? Nein! Ja, der isst ja jetzt nicht. Der isst ohne Scheiß, der isst. Ja gut, dann gebe ich ihm jetzt erstmal Fleisch und guck, ob das gut hat. So, jetzt ist er satt. Jetzt mach ich das Tier da rein, so. Was für ein mega geiler Metallstein. Klopf, klopf, 40, klopf, klopf, 41, 42. Super geil. Na, jetzt überleg mal, was dein Kühler da rausgeholt hätte. Ich gebe noch nicht auf. Bestimmt ist der einfach. Bis dann an. Hey. Lass mal den Milf in Ruhe. Ich bin keine Milf, das ist nicht Gilf. Granny. Mit Sack titten. Nee. Hey. Die hat viel, viel mehr Erfahrung als ihr alle zusammen. Alle drei zusammen. Ja, und auf die Hälfte davon kann man scheißen. Was? Was? Auf die Hälfte der Erfahrung. Also sozusagen eine Kackerfahrung. Kommen Sie genau auf den Punkt. Na, nicht alle Erfahrungen sind tolle Erfahrungen oder hilfreiche Erfahrungen, die man so im Leben macht. What he says? Oh, ja. Konfuzius spricht. Also, wir sind jetzt hier gerade zu dritt. Wo soll der Futterkrug hin? Alter, wenn die fressen, das klingt wie wenn sie Steine zermahlen. Also, ja, das tut es. Soll ich ich kann den Futterkrug ja auch übrigens hier hinstellen, guck mal. So. Wie wär's, wenn wir damit erst warten? Bis wir... habt ihr da Steine geklöppelt jetzt schon? Ich habe schon was geklopft, ja, ein bisschen. Hier habe ich nichts geklopft. Guck mal hier ist alles noch. Ich würde den gerne hier hinstellen. Hier oben in die Ecke. Mal hier. Was hältst du hier von? Ich fliege gerade am Vulkan rum. Moment, ich komm hoch. Was hältst du hier von, Graf? Hier ist aber wirklich mal gar nichts. In der Ecke. Ich will nicht mal schneller hungern. Wenn da gar nichts ist, ist das wahrscheinlich auch ein toller Parkplatz, oder? Ja, das ist am Hang. Da kannst du nicht zurück. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Guck mal, ob du dich zu Fuß hier hochkommen kannst. Kannst du hier? Auf jeden Fall. So, wo seid ihr? Wo siehst du mich? Ich hänge hier an der Wand. Da, oben in der Ecke. Würde ich dir gerne sitzen. Ich hänge. Du bist voll getarnt. Weg. Dich. Da oben willst du den hinsetzen. Hier, vorne an der Ecke. Hier so. Wenn das noch geht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob das funktioniert. Hier geht's nicht. Achso, Moment, das ist Grave, hä? Verdammte Kälte, geh mal auf Seite. Boah. Geht grad hier nicht. Soll ich den Vogel nochmal wegmachen? Ja, kannst du mal parken kurz? Wo bist du? Die kann man gar nicht setzen, schade. Weil die Schräge, glaube ich, dort ist. Ach, der kann nicht auf den Boden gesetzt werden. Hä, doch. Ja? Doch. Natürlich. Ist obstruct. Obstructed. Ja, kannst du nicht bauen. Das ist ein Weg. Werden wir dann eine Foundation hier klatschen? Schade. Ich wäre eigentlich gar nicht so falsch gewesen. Sonst müssen wir hier eine Art
wie der Graves sagt, so eine Art Foundation setzen. Weißt du, was ich mache? Ansonsten bauen wir einfach nochmal einen neuen. Ich setze den oben hin. Und dann guckt ihr mal, ob die Tiere ein Dingsymbol haben. Das werden die nicht haben. Ich bin mir irgendwie sicher, dass sie es doch haben werden. Weil die Distanz könnte vielleicht passen noch. Au! Keinen Fall, ey. Wenn ich bei mir, du weißt doch, ihr wisst doch, wie klein vom einen, also an meinem Haus, auf der einen Seite ist ziemlich kurzer Weg zum Wasser und auf der anderen Seite ist ein längerer Weg zum Wasser, ne? Die Fische können nicht auf den Druck von... Fische können generell nicht auf den Druck zugreifen. Doch. Doch. Dein Delfin-Flipper, der frisst immer aus unserem Futter. Nein. Wir haben extra für die Fische einen Druck. Ich hab noch nie ein Symbol über dem Kopf gehabt. Ja, dann muss ich den näher ranparken. Mal der Delfin eh weg ist irgendwie. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Oder ich setze ihn gerade hier, wo ich gerade bin. Ist ja überhaupt nichts. Und der ist ziemlich nah an Wolfie und Bestie und sowas. Ich wollte gerade sagen, da hinten. Ne, ich bin wahrscheinlich zu weit weg und sehe das nicht unbedingt. Guck mal, ob ich das hier setzen kann. Hier könnte ich setzen. Guck mal ganz kurz, Leute. Wir kommen wohl zu Fuß jetzt nicht hier dahin. Man kann nur hinfliegen. Wäre ja aber auch kein Problem, oder? Also es wäre dann irgendwie dann doch schon toll, dass das Moment. Ach, man kann ja auch nochmal umbauen. Das ist dann ja. Müsste man so sie, Eisen, ey. Dann könnte man sie immer hier hinstellen. Ach, setz mal dahin. Ich stelle mal meinen Bettsalter da hin. Ich weiß gerade, wie ich ihn am besten setzen soll. Der ist ja nicht so teuer, ne? Doch, der ist recht teuer. Oh, ich guck nochmal. Der kostet sehr viel Holz. Ja. Weiß es ja. So ja, das, was ihr da oben jetzt nicht gerade so viel hat. Ja, damit wir doch. Ah, Metal kostet ja auch. Oh nein, wir haben doch kein Metal hier. Oh. Metal wird ein Problem. 120 ja. Holz, oh nein. Ja, hat einen Futterdruck. Oh. Und die da unten haben keinen. Moment. Ja, die sind soweit. Nein, ich rufen! Schock. Schock, die Watte quillt. Ja. Ich bin zu fett. Aber so. Der hat ja schon seinen Sinn hier, dass der die Katze hier steht. Jetzt ist ein bisschen was zu essen drin für die erste Zeit. Hier sind übrigens auch die Samen reingeschmissen. Für die Major Berries. Und ich habe, glaube ich, auch noch die blauen Beeren mitgebracht. Okay, die sind weg. Keine Ahnung. Wir müssen sowieso erstmal planen, wohin was gebracht wird. Ich will auch hier direkt hier, wo ich gerade die Tante Kette... Ich bin auch passiv, das bringt natürlich viel. Wo ich die Tante Kette geparkt habe, könnten wir eigentlich auch die Wasser... Ach so. Die Wasser, wie heißt das, die Pflanzen setzen. Ja, ich könnte da oben noch ein Wassertrog machen, dass der dann noch Wasser speichert. Ich habe noch nie eine Wasserleitung oder irgendwas an meine Beete gemacht. Noch nie. Okay. Weil der Regen immer völlig ausreicht hat. Sieht aber cooler aus. Jetzt habe ich zum Beispiel langsam Durst. Wo bleibt denn der Regen? Du bist ja auch kein Beet, Junge. Noch nicht. Ich hänge übrigens fest. Und ich krieg die Tiere hier nicht an den Trog ran. Hänge fest. Der Höhenunterschied? Oh Mann. Ja, kannst drauf steigen. So, ich fange jetzt mal hier an zu klopfen.